Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge sind wir hier in diesem Stück Grün abgestürzt, als wir von diesem Elf Forschungslabor flüchten wollten. Ja, passiert halt, ne? Psy, die alte Socke, wacht jetzt hier mal kurz über das Luftschiff und wir gucken uns hier mal um, weil Sophie hat irgendwie die kleine Königin da gesehen und ja, deswegen gehen wir nach hinten, anstatt hier in Sicherheit zu warten und so, ne? Das macht perfekt Sinn, oder? Los, gehen wir weiter. Warum bleiben wir eigentlich nicht hier, ey? Ich habe gedacht, das dauert nur ein paar Stunden oder so. Wir können hier ganz locker warten, aber nein, wir müssen uns in Gefahr begeben. Was soll das eigentlich? Ja, was kann denn schon Schlimmes passieren, ne? Ne? I've never seen such beauty, not even on Infinia. You're right. But why is this area the only one covered in flowers? It's probably filled with concentrated elith or something. Look at that. I've never seen peaceful monsters before. What's happening here? Heißt das, wir müssen keine Monster mehr töten? Okay, jetzt kommt die Menschheit und zerstört natürlich wieder die Natur, ne? Hallöchen. Come with us, child of Fodra. You don't want to be alone, do you? Huh? Someday, all of these people will be gone. It will be sad. It will be frightening. Help me. I don't know what to do. Was sind mir so viele? Du kannst nebenbei. But we will soothe your troubled heart. Forever. What? We, all of us, we will take the place of your pain. Let us spend eternity together. Together? Wait! They're gone. The hell was that? Was it some kind of illusion? Vielleicht ein Genio zu? Sophie, hang on. I know her. Ja, wir haben sie schon vorher gesehen, Sophie. And she knew me too. Oh, my head. It hurts. Take it easy, Sophie. Rest for a minute and then we'll head back. No, I have to see her again. She's waiting for me. Please, Asbel, I have to talk to her. I can't stop thinking about what she said. All right, let's go. Okay. Bäh, wir zerstören die Blumen. Bäh. Ja, sie scheint doch hoffentlich ein paar gute Absichten zu haben, ne? Sie will nicht, dass Sophie allein ist. Und komm her, du Häschen, komm her. Okay, ich glaube, die kann man nicht kriegen. Und, ja. Das scheint doch nicht so schlimm zu klingen, oder? Okay. Ah, jetzt kommt das hier, ey. Der Rheinstiergarten, ey, der Arcadia-Garten. Das wird ein bisschen lange dauern. Okay. Man muss ja bestimmte Wege abgehen, wenn man... Oh, Schmetterlinge. Diese Schmetterlinge glitzern. Okay, schön. Ja, muss ich sagen. Future Arc Musik, aber welchen Schwierigkeitsgrad spiele ich? Ganz nebenbei. Ah ja. Sie an diesem, genau.
Aua. 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 Mixer. Aua, aua. Mein Gott, das ist immer so eine Umstellung, ne? Wieder drei Tales of Spieler gerade am Spiel und das ist so eine riesige Umstellung hier von jedem verdammten Spiel. Hier um sich nochmal umdenken zu müssen, ey. Hätten wir einmal das hier, was hier vollkommen ein anderes Kampfsystem wie die anderen beiden sind. Der Mainz hat ein, ja, nicht so schlechteres Kampfsystem, aber primitiveres Kampfsystem hat, also Symphonia. Dann haben wir schon so ein dynamischeres, schnelleres Tales of Kampfsystem, ey, das ist. Ich habe mir geschworen, nie solche Aussehen zu benutzen, aber das ist so eine verkackte Umstellung. Aber egal. Ich spiele auch böse. Okay, das reicht. Ja, da könnte jetzt ein bisschen dauern. Fuck am I. Weiß nicht. Ja. Keine Ahnung, wo ich gerade bin, aber egal. Vielleicht werden wir die meiste Zeit sowieso kämpfen. Aber ich glaube nicht, dass wir sehr weit kommen werden. Verdammt, ich wollte eigentlich links einsetzen. Warte hier. Ifrit! Zack. Okay. Aber warum spiele ich eigentlich immer noch Pascal? Einfach so. Warum denn nicht? Einfach so, jetzt Wind. Ich wieder 11 Dingen voll. Aha. Also wird die Charaktere auch stark genug, ey. Aber egal. Jetzt ein Spiel schon geladen, habe schon genau 140 Stunden am Spiel, ne? Mein Gott. Also schon ein bisschen übertrieben. So mal, danke. Das kann ich kann überhaupt zu diesem Ort zurück. Ich nehme an schon, ne? Okay, die Sachen kennen wir schon alle hin und auswendig. Ja, super. Hier war schon mal falsch. Hey, na? Der Bär sieht hungrig aus. Schön für ihn. Trotzdem dahin, mein Gott. Ist ja schön, dass der hungrig ist. Ich habe auch Hunger. Siehst du mich einfach hier irgendwo rumstehen und den Schatz drüber blockieren? Wie so ein unsozialer Meteorit. So einen hat man noch nicht, ne? Überhaupt, meine ich. So. Nein. Oh. Ah, jetzt sind wir Gartenbereich 2. Jetzt sind wir Gartenbereich 1. Ja. Das kann ein bisschen dauern, das kann ich auch schon mal garantieren. Oh, ich hab getroffen. Nein. Boah, du kleiner Piepmatz. Wo ich glaube, der andere hat getroffen. Egal. Aua. Ist auch gut, Mann. Ich mach gleich schicken Nuggets aus euch. Ich fand, die sind nicht anfällig gegen Verbrennung. Wieso nicht? Also ich kann die auf den Grill schmeißen und da macht den nichts aus oder was? Tempo-Modus. Ich liebe es eigentlich zu spammen. Und zack. Komm, das hält auch verdammt lange, wenn man das mit den anderen Dingern vergleicht. Finde ich. Aua. Okay. So eine Siegespose hatten wir noch vorher noch nicht, glaube ich. Ja, was bringt denn einen die Schmetterlinge nochmal? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, die Schmetterlinge sagen einem immer den richtigen Weg, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, ich gehe erstmal überall anders hin.
Aber ich kann auch dahin gehen, wo noch Monster sind, ne? Da kann ich ja noch nicht gewesen sein. Where am I now? What is this place? Ich bin wieder ganz am Anfang. Super. Okay, hier schon mal richtig. Geil. Was? Also, ich dachte, da war irgendwas. Mein Gott. Entdeckung. Auslöschungsblüte. Neues Zubehör. Look at the giant flower. I sure wish I could grow big like that. Oh nein, Richard ist schon wieder da. Sophie, you want to grow bigger? I imagine Pascal might be able to help you with that. Really? Hey yo, you rang? Sophie wants to get bigger. That's easy. You'll be like 50 feet tall by the time I'm done with you. Absolutely not. But it'd be so cool. Nicht? Why not? She ja. Wouldn't fit into her clothes anymore. That is your reason? Fine. You're so irritable, Sharia. Jeez. How's about I keep her small and just make her eyes fire laser beams? Okay. Are laser beams fun? Definitely. Sounds like fun to me. No laser beams either. Right? Warum nicht? No. Warum nicht? Das klingt alles verdammt cool. Warum? Warum können wir das nicht nehmen? Ja. So viel die mit ihren Augen Laserstrahlen verschießt. Warum denn nicht? Spiel war Labyrinth, Sherry Eye. Ja. Ja. Warum? Laserstrahlen mit so viel schießen. Ja, das wird sehr lange dauern, bis ich hier rauskomme. Weil ich die ganzen Gegner hier noch bekämpfe. Was ich natürlich mache. Weil, keine Ahnung warum, aber ich mache es einfach. Ah. Aua. Na. Zack. Was? Ich hatte zwei. Egal. Egal. Ich nehme auch den Dreier. Zack, ja, so geht das. Oh mein Gott. Alle bis auf einen getötet. Ach, da ist mal nach. Warum? Warum sieht dann so wenig ab? Du bist gegen E-Arzt. Also ich sag doch gleich. Bah. Auf abzuwehren. Komm her. Ich mach Chicken Nuggets aus dir. Okay. Die Beschwörerin. Okay. Wofür habe ich das bekommen? Der Titel, er hat besonders häufig Anwender von Glyph Arts. Okay. Wartet mal. Ach, da muss ich die Anzahl von E-Arzt wahrscheinlich. Anderweltsamen. Scheint die Lieblingsspeise der Fodran-Tiere zu sein. Ah, okay. Grunskata. Komm schon, wir sollten uns über Kleinigkeiten den Kopf zerbrechen. Wir sollten uns nicht über Kleinigkeiten den Kopf zerbrechen. Das macht mehr Sinn. Okay, wo ist der Bär? Er hat bestimmt Hunger auf so einen Anderweltsamen. Kann ich mir vorstellen. Was? Also, okay. Hier noch einer. Hey, jetzt sind wir wieder hier. Gut. Wo ist der Teddy? Ich weiß es dann nicht mehr. Ernsthaft, wo ist er nochmal? Wie viele Dinger brauche ich überhaupt nochmal für den? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin irgendwo mal reingegangen, das weiß ich. Ja. Wie, das war's nicht wert. Ich will zum Teddy, komm her. Wo ist er? Irgendwo in diesem Wald. Du bist der falsche Teddy. Ja, ich weiß schon wieder nicht, wo ich bin. Ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Kann aber hier lang. Oh, da ist eine Truhe, geil. Komm her. Ja, da bist du. Komm schon, du willst doch bestimmt nur zwei haben, ne? Du hast immer noch Hunger, ich glaube, ich spinne. Ich habe doch zwei gegeben, mein Gott. Bist du denn so verfressen? Oh, da ist noch einer. Okay. Wie konnte ich denn den übersehen? Los, friss.
Leck mich. Mehr kriegst du nicht von mir. Fressack, du. Aua. Ich bin unbesiegbar. Ich nur ins Pascals Wort hier auszudrücken. You can't touch me. I'm invincible. Invincible ist unsichtbar, ne? Aua. Invisible ist unsichtbar. Also doch, ich bin invincible. Au. Sophie. Mach einfach irgendwas kaputt. Oder Richard, warte. Ey, doch, Sophie. Ich hab keinen Bock, hier wieder Dings zu verbraten. Überleg mal. Aua. Oh nein, 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 nein. Oh. Ich hab 15. Okay, stimmt ja. Okay, gut. Oh, komm her. Mein Gott, hat irgendwie immer mehr abgezogen, fand ich. So, kein Bock mehr. Warum ist ein Sherrier jetzt tot? Warum ist Pascal mal nicht am Leben? Geht alles hier drunter drüber. Es ist doch so, ne? Verreck. Ich greife schon die ganze Zeit den hier an, ne? Wie können uns diese langsamen Viecher überhaupt anhaben, ey? Ja, ich bin irgendwie überlevelt, ey. Ist gut, Mann. Aua. Bams. Warum ist Cherry ja schon wieder tot? Was soll das eigentlich? Okay, ich tu mal Richard steuern. Klappt hier nicht. Boah, warum ist ein Sherrier schon wieder tot? Sophie? Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Ich schien nicht so viele Probleme vorhin zu haben. Oh, meine ganzen Halsränke. Boah, und dann kommt er einfach und schießt mich ab. Oh, bleib mal stehen. Sophie, bei. Ich bin ein Gegner, komm her. Jawohl, gut. Gut so. Ich überlebe mal, heil mal jemand. Gut so. So ist das. Alles auch noch klar, ne? Jetzt kommt wieder das Zeitverzögerte hier. Keine Ahnung, irgendwie ist dieses Gitter zeitverzögert. Crablets? Ah, okay. So, jetzt muss ich wieder herausfinden, wo ich lang muss und überhaupt. So, da. Nein. Oder? Warte. Wo muss ich hin? Was? Was passiert? Also, ich finde, das waren jetzt schon mal genug Gegner. Oh nein, aua. Aua. Ich kämpfe ganz bestimmt nicht gegen die, wenn die im 11 Schub sind, ey. So sehe ich denn da, also wie sehe ich denn aus, hallo? So, ich suche jetzt noch einen Anderweltsamen und dann gehe ich nochmal zurück. Shirley's Cutter, sie haben ihre Hilfe angeboten. Kenne ich nicht. Die letzte kannte ich auch nicht, ganz nebenbei. Das sieht schon da richtig aus. Und 11, gut. Wo lang? Da sieht richtig aus, also gehen wir nach unten. Er hat genauso viel Angst vor mir wie ich vor ihm. Also, oh nein, da will ich nicht hin. Tut sich da einfach so ein Ding auf, ey. Ich weiß nicht, da geht's auch nicht lang. Also. Nein, 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 nein. Nein! Oh. Sack. Oh. Gut. Was wollte ich? Also jetzt muss ich hier runter, ne? Guck ich mal, ob ich so einen Anderweltsamen noch finde. Warte mal.
Nein, 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 geh weg. Ah. Warum? Wo bin ich? Ne, da ist ja schon wieder Dingens, ne? Bring mal ein. Da ist auch. Da ist ein Speicherpunkt. Hey. The fuck? Hä? Wo bin ich? Okay, erzählt noch kein Scheiß hier. Okay, das sieht schon so aus. Als. Wo ist der Teddy? Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt genug. Was? Dämonenklaue. Oh, ein Anderweltsamen wieder, ne? Ja. Mein Gott, ich ist ja noch richtig ergiebig hier. Was? Ich bin wieder hier. Wie komme ich zum Dingens, zum Bären wieder? Ich bin nicht wieder hier. Ich mag den Wald nicht. Ey. Hier verirrt man sich überall. Das ist nicht gut für meine Gesundheit. Ach so, ja. Na. Ja. Ja. Ich will wieder raus hier. Aber das so gut jetzt. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal zurück und gucke, ob ich die Truhe jetzt öffnen kann. Beziehungsweise ob der fette Bär da mal aus dem Weg geht, damit ich zur Truhe kann. Aber irgendwo hier war das, ne? Irgendwo hier. Irgendwo hier. Dann gucken wir mal. Wo ist er? Ich muss ihn doch schon vom Weiten sehen. Da hinten ist er, glaube ich. Oder? Nein. Ja. Ich habe mit 1 war nicht. 2 vielleicht. Fuck. Wo bin ich hier gelandet? Deswegen mag ich ihr Garten nicht. Ich glaube, hier ist so unten, ne? Oder hier. Dann nicht. Hier. Er war doch irgendwo hier, oder? Bin ich jetzt zweimal durch das gleiche gegangen? Ich möchte in diesem Part wenigstens noch hier den Wald schaffen. Ich hab keinen Bock hier zwei Parts lang rumzocken, das wäre ein bisschen blöd. Muss doch hier irgendwo sein, ne? Hi. Lass mich jetzt da durch, ernsthaft. Er wirkt sehr glücklich, das ist schön für ihn. Jetzt geht er weg. Und bete, dass wir uns nicht auf dem Schlachtfeld begegnen. Herzlichen Dank und ist wieder verschwunden. Ein Foto dran denken. Und Moses Cutter. Das ist eine Aufgabe für echte Männer. Okay. Und jetzt noch was. Jace Cutter. Ich muss alles wissen. Ich drehe durch, wenn ich etwas nicht weiß. Ich habe keine Ahnung, von wo die sind. Bestimmt von Destiny oder Destiny 2 oder irgendwie sowas. Weil das Spiel ist irgendwie ja inspiriert auf den Destiny-Teilen oder ist irgendwie von demselben Team, von demselben Tales of Team. Deswegen kann es sein, dass das hier von Destiny ist. So, wo bin ich wieder? What? So, hier runter. Hier war das doch, ne? Wo bin ich? Ma. So, jetzt aber. Ja, okay. Nein. Können so kotzen. Gehen wir mal so da oben. Das sieht falsch aus. Oh, das sieht richtig aus. Oder? Yeah. Da muss man doch irgendwie wieder von unten raus, ne? Was so? Wo bin ich? Ich will ja raus. Ich bin schon wieder da. Was ist denn das hier? So, geh mal da raus. Man muss richtig sein. Hm,
Da, da sind Schmetterlinge. Kommt her, Schmetterlinge. Also, ihr könnt mir nur sagen, was ihr wollt, aber das Layout von diesem Wald ändert sich doch bestimmt jedes Mal. So, da lang. Wie mein Schmetterling folgen, da lang. Sehr schön. Schmetterlinge. Ich habe, glaube ich, jetzt alle Gegenstände und so, ne? Warte mal, froh dran denken überhaupt. Ich will jetzt nicht meine Dinge hier austauschen. Die jetzt nicht so weit aus, was Richard ausrüsten könnte, ne? Nö. Ha, die anderen haben doch schon ihre einzigartigen Dinger. Die sind doch schon stark genug und haben gute, mein Gott, viele Gegner. Effekte. Ah. Ey. Lass mich flüchten. Wo bin ich? Aber lass mich ja weg. Danke. Und mal ein Speicherpunkt, damit ihr wiederbelebt. Das reicht ja wohl. Uah. Ich will ja raus. Danke. Bitte. Bitte? Ich glaube, hier ist falsch. Ich glaube. Ja, das war richtig, glaube ich. Hier waren wir noch nicht. Hier ist noch unentdecktes Gebiet. Shit. Was ist das denn für... Was war das denn für eine Logik? Aua. Warte mal, tu mal. Schaffst du nicht, ne? Mein Gott, muss ich immer Sternchen sehen, wenn ich gerade am Flüchten bin? Ja. Okay, hier. Dann runter. Jetzt folgen wir einfach den Schmetterlingen, ey. Genug von diesem Wald. Okay. Bin ich hier richtig? Was? Okay. I wonder if the person who's been calling out to Sophie is up ahead. I wonder too. But more than that, I'm just eager to find out who it is. Maybe it's Concatus from the Flotillion. Wait, what? He's a super evil, super scary shell man that controls humans with his electrowave powers. A shell man? And you know what? He's the boss of the Flotillion. Both of you, stop! What's wrong, Hubert? First of all, it isn't Concatus. It's Conkider. Secondly, in the Sunscreen Ranger universe, the villains are not shell men, they are Shellians. Oh, right! I forgot little bro is such a big fan of the Sunscreen Rangers! Conkider is not the boss of the Flotillion. He's the boss of the Waterbreakers, which is an affiliate of the Flotillion. I can't follow this at all. Nein, und was hat Hubert nur mit seinen komischen Vorlieben? Okay, ist alles irgendwie voll am Glitzern, finde ich. Aber egal. Sagen, das reicht für diesen Part. Aber ich möchte mal ausprobieren. Wo nicht, dass ich, wenn ich mich hier bewege, dass irgendwie alles wieder weg ist. Warte mal. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ich bin im Bereich 3 wieder. Ja, okay, dann würde ich sagen, dann laden wir und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.